Hallo, hier ist ZipDubTube. Ich bin Ash. Und ich bin Max. Und hier haben wir das Luftschiff des Unglücks. Ja. Genau, da ist das Luftschiff des Unglücks. Ein riesen Teil, das fliegen kann. Und wer fliegt eigentlich da drin? Ja. Das sind die Piraten. Ja, ja, die bösen Luftschiff-Piraten. Die fliegen in so einem riesen Teil, ne? Ja. So, nun wollen wir mal gucken, was wir alles für Piraten dabei haben. Ja, Monkey Wedge, Buko, Flintlocke, Nudakan, Lloyd, Jay und Kai. Hey, aber Lloyd, Jay und Kai sind doch keine Piraten. Das sind die Linien, die da auch mitspielen, um die Piraten zu bekämpfen. Und fliegen die auch in irgendwas? Also haben die, gibt's auch ein Schiff für die Guten? Warte. Ja, hier. Das ist Lloyds Booster Jet. Oh cool, also die Guten haben hier das Kleine und die Piraten das Große. Wie können die denn das jemals schaffen, gegen die anzutreten? Das schaffen die schon, die Guten gewinnen nämlich immer. Okay, also wir gucken jetzt mal, was das Piratenluftschiff des Unglücks alles kann. Ja. Hier auf der Rückseite ist das alles abgebildet. Hier ist einmal natürlich ganz in groß abgebildet das Schiff nochmal. Und hier haben wir zwei Scheibenwerfer. Da muss man hier oben drauf drücken und dann fliegen hier die Scheiben weg. Und hier haben wir zwei hebelbetätigte rotierende Triebwerke mit drehenden Ninja-Klingen-Propellern. Wow, und hier kann man die auch nochmal in groß sehen. Kann man, glaube ich, auch aufrecht stellen oder nach vorne, ne? Sieht so aus hier. Ja. Also vielleicht brauchen die das wie so ein Hubschrauber zum Landen. Ja. Und wenn sie fliegen, werden die nach vorne gedreht, wie so ein Propellerflugzeug. Und hier ist eine rotierende Fliegerabwehrkanone. Genau, da ist sie. Die kann sich im Kreis drehen und in alle Richtungen schießen. Und hier kann man gut den Hangar sehen, wo auch gerade so ein kleiner Flieger rausfliegt. Und hier sind die zwei verborgenen Kanonen zum Ausklappen. Und was ist noch mit dabei? Die Ausrüstung natürlich. Eine goldene Jin-Klinge mit dem gefangenen Sensei Wu, jeweils zwei Katanas für Jay und Lloyd. Und natürlich auch das Gewehr und der Hammer von Monkey Wedge. Und Bukos Piratenschwert und Flintlockes Gewehr. Wow, das ist eine Menge. Ja. Und das wollt ihr beide jetzt aufbauen? Ja. Ja, und insgesamt sind es 754 Steine. Oh. Oh wow. Oh, ich glaube, so viele Steine hatten wir noch nie. Gehen wir mal an den Aufbau, oder? Ja. Packen wir es aus. Hier haben wir Tüte Nummer 4. Hier steht nichts drauf. Okay, eine Tüte ohne Bezeichnung. Was ist denn das? Ach, das sind die Triebwerke hier. Hier Tüte Nummer 5. Oh. Das hier ist Tüte Nummer 1. Hier Tüte Nummer 3. Nummer 6. Hier Tüte 2. Eine riesen Anleitung. Oh. Eine Anleitung. Da ist sie. Und da sind auch noch Sticker mit drin. Genau. Und das war's. Der Karton ist leer. Oh, da war echt einiges drin. Gott. Wow, das ist alles mit dabei. Einmal eine Tüte mit dem Triebwerk. Und dann Tüte 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und die Anleitung. Oh Gott. Ja, da habt ihr ja einiges zu tun. Ja. Die Figuren, Leute, sie. Und Tüte 1 nehmen. Sind hier die Figuren drin? Ja. Da. Also erstmal die Figuren zusammenbauen. Oh, hier ist schon Monkey Wedge. Cool. Ja, ist ja schon fertig. Das ist ja gut. Keine Ahnung. Und jetzt kommen wir als erstes den Booster Jet von Lloyd zusammen. Warte. Oh, hier fehlen Teile. Oh, hier ist das runterfallen. So, jetzt beginnt der Aufbau. Ja. Und zwar zeigen wir den einmal hier im Video als Zeitraffer. Und wir laden das auch nochmal hoch in Originalgeschwindigkeit, damit dann jeder mal sehen kann, wie lange es in echt dauert. Ja. So, dann mal los. Ja. Thank you.
fertig ist das Luftschiff des Unglücks. Ja. Und das sieht auch richtig toll aus, ne? Wir wollen das hier mal kurz zeigen. Hier ist das Luftschiff des Unglücks. Von ganz hinten bis ganz vorne besetzt mit lauter Piraten, Luftpiraten. Genau. Hier ist Nader Khan und der hat hier die Djinn-Klinge in der Hand und kämpft gegen Jay. Und hier ist ein Flieger auf der Startrampe, der starten will. Hier oben im Cockpit sitzt Monkey Brad und der steuert das. Och, der sitzt gar nicht so richtig im Cockpit, der sitzt daneben. Und hier sitzt einer an der Kanone und schießt auf den angreifenden Lloyd. Da fliegt er rum. So, und jetzt wollen wir mal zeigen, was das Luftschiff des Unglücks alles kann. Ja. Erzähl mal. Ja, die können eigentlich doch mal runter jetzt hier. Ja, also hier ist halt die Startrampe. Genau, das hier ist die Startrampe für den Flieger. Genau. Okay, dann lass ihn mal losfliegen, den Flieger. So, Startrampe ist leer. Genau. Und was gibt es hier noch? Nichts. Also wie ein Flugzeugträger hier, ne? Man kann hinten rein, vorne wieder raus. So, was gibt's noch? Einmal das Steuer, das Cockpit hier, aufklappen oben. Hier ist das aufklappbare Cockpit. Also das ist sozusagen die Kommandokanzel hier. Ja, hier vorne ist noch so ein cooles Skelett. Oha, das sieht ja gruselig aus. Da kriegt man ja schon Angst, wenn das Luftschiff des Unglücks auf einen zugeflogen kommt. Ja, und wenn das zum Beispiel landen möchte, kann man hier links und rechts mit dem Hebel so. Zack, dann verändern sich die Rotoren hier. Genau. Einmal zur Landung und einmal für den Flug durch die Wolken. Und die können sich auch noch drehen. Genau, die können sich drehen, wie ein richtiger Propeller. Hier hinten ist eine Kanone. Die ist 360 Grad zu drehen, also einmal im Kreis kann die umgedreht werden. Und das sieht ja irgendwie so aus, als wenn die in so einem kleinen Beiboot steht. Das ist auch so ein kleines Beiboot. Und dann kann das auch wegfliegen. Oder wegschwimmen. Eher schwimmen. Tschüss. Ah, guck mal, so geht das auch. Und dann schwimmt das Boot weg. Halt so ein kleines Piratenboot dann. Ja. Wenn die anderen unter den Wolken fliegen, zum Beispiel die Liegen, dann kann der von unten so fischen. Ach, nach oben schießen, genau. So, und jetzt hat er hier ja auch noch was in der Kiste drin. Genau, das sind Discs. Wofür sind die denn? Die kann man abschießen und zwar einmal hier vorne. Hier. Das ist aber richtig versteckt hier. Ja, und auf der anderen Seite auch. Das ist dann auch da. Das sind die Disc-Shooter und von wo aus werden die abgeschossen? Von hier, wenn man hier nach da drückt, dann schießt die linke Seite von mir aus. Und wenn man nach rechts drückt, die. Das wollen wir mal sehen, oder? Ja. Kannst du gerne machen, Ash. Und? Wow. Jo, das ging schnell und die Disc ist weg. Nein, okay, dann hol die mal schnell wieder. Und? Die Disc-Shooter, die sind echt richtig genial. Ja. Und die werden richtig schnell auch rausgeschossen. Das stimmt. Und was gibt's noch? Die zwei versteckten Kanonen. Wo sind die? Die zwei versteckten Kanonen. Oh, hier kommen die zur Seite rausgeklappt. Ja, das ist natürlich richtig genial. Ja. Und schießen die auch in echt was weg? Ja. Vorsicht! Ist da noch was drin? Sieht nicht so aus. Sieht aus. Oh, doch, da ist was rausgeflogen. Das ist die schwarze Kanonenkugel. Und hier auch eine drin? Ja. Und Feuer frei! Und? Jo, das geht auch so schnell, das kriegt die Kamera gar nicht mit. Das ist das Luftschiff des Unglücks. Ja. Und zu dem Set gehört auch noch der Flieger von Lloyd. Ja. Was kann der denn so? Der kann hier unten das Seil abseilen. Hier. Nee, da vorne. Oh, da kommt das Seil runter. Und damit kann der irgendwas einsammeln. Also wenn die anderen gerade kämpfen und die in Not sind, dann kommt er einfach, die halten sie fest und dann wird es hochgeseilt. Der kann sich hier irgendwo festhalten und dann geht's weiter. Ah, das ist ein Rettungsboot sozusagen. Ja. Also, der kann dann seine Freunde aus der Not retten. Genau. Mit dem Seil. Und das hier sind die Figuren, die dabei sind. Lloyd, Clay, Nader Khan, Kai, Buko, Monkey, Monkey Wedge, Windlocke. Und ein Skelett. Jo. Oh. Als Galionsfigur. Ja. Super, ein richtig cooles Set. Und wie viele Lego-Steine gehören jetzt dazu? 754. 754, da habt ihr mal richtig lange gebraucht, um das zusammenzubauen. Ne? Aber ich glaube, so lange braucht es eben, wenn man 754 Steine zusammensetzt. Ja, das dauert schon ein bisschen. Habt ihr gut gemacht. So, und wir gucken jetzt noch einmal rundherum um das Luftschiff des Unglücks. Einmal ganz im Kreis um das Schiff drumherum. An den Rotoren vorbei.
Und hier ist das Heck. Hier ist auch das kleine Rettungsboot mit der Kanone drin. Genau. Achso, hier kommt man von hinten reingeflogen, ne? Wenn man also landen möchte, dann muss man von hier reingeflogen kommen. Und klar zur Landung! Hier ist nochmal von der anderen Seite das Luftschiff des Unglücks zu sehen. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Das ist das Luftschiff des Unglücks. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!